I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Non ho ancora avuto il piacere. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Non sapevo che avessi iniziato anche tu nel ramo immobiliare. Ah già, all'inizio mi limitavo a sapere. Che passa se finir come... Esatto. E come agente immobiliare la situazione è in Ich dachte, mein Französisch, oder zumindest mein französischer Akzent, wäre ganz annehmbar. Aber vor ein paar Monaten war ich mit meiner Freundin im Centre Pompidou. Ich hatte gerade die Idee verkauft, die wir letztes Jahr bekommen hatten. Diese Ball. Ist sie anwesend? Abstrakte Kunst. Auktion. Auktion. Jedenfalls. Ordnungsseite 1 von 3. Eistüte. Was ist das überhaupt für ein Ding? Die Auktion beginnt pünktlich um 19 Uhr. Alle Gebote sind bindend. Alle Zahlungen müssen bis Mitternacht getätigt werden. Preistreiberei und oder Zahlungsunfähigkeit werden streng geahndet. Falls erforderlich, kann der Transport ihrer erworbenen Objekte mit den Managern der Rossi-Anwesen arrangiert werden. Nummer 539, Verkäufer Jin Jin Holding Corporation. Nummer 34, Nummer 143, Terrakotta Bogenschütze. Und dann zeigt auf meine Freundin und sagt, sie sollten sie bitten, ihnen zu helfen. Ich lache und sage, ja, ich mache hier viele Geschäfte, aber niemand hat etwas gesagt. Ça va durer encore combien de temps? Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Let's go. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielen sie dumm europäischen Techno. Ja.
kommen Sie. Da wären wir. Okay, dann mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Versucht. Ja, das sehe ich. Nein, ich habe mich nur auf. Wie wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenk ab und du greifst zu, okay? Ja, gut. Los. Hatte Zweifel. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Hände hoch.
dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nate. Alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Ich sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Sind Lüftungsschächte. Nathan, schau dir das mal. Na bitte. Es werde Licht. Oder auch nicht. Du hast keine Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, von den Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Sackgasse. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern.
Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Gut gemacht. Geht doch. Hier entlang. Sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Ja, finden wir was zum Draufklettern. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali a sciacquature dei piatti. Tanto non capirebbe la differenza. Sbrigati però. Sai che a questa gente non piace aspettare. Questa gente si riferisce al caldo puro, altro che questa gente. Prendi una bottiglia da 3 euro. E andiamo. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Frischluft, wir kommen. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Sully,
kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully? Bist du da? Das ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Vorsicht, Vorsicht! Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir drücken in den Bauch rein. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll.